denke, dass du ja ganz einfach das jetzt übernommen hast und laufend helfen jetzt in deiner Hand liegt und unser Baby, unser Teenager jetzt ins Erwachsenenleben überführst. Und ja, was wir so beobachten, das ist ja genau 1:1, ich fühle mich wieder heim hier, gell? Und zu deinem Start habe ich mir gedacht, ich guck mal in meinen Kleiderschrank. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt deine Größe ist, aber wir haben auch mal einen Panoramalauf gemacht und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Museum, laufendhelfen.de oder sowas, dann hängst du es irgendwo über die Tür. Das war eine Ausgabe vom 3. Oktober 2010. Wir haben gerade überlegt, wir haben es gemacht seit 2004 oder so irgendwas. Und übrigens, beim allerersten, da hat es geregnet. Da hat es geregnet, was runterging. Und da haben wir genauso gewartet wie du. Da ist nämlich einer vorne im Schlamm stecken geblieben. Da haben sie einen Kreisel gebaut. Und deswegen ist das für uns nichts Neues, dass wir jetzt einfach ein Stückchen warten. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Danke. Viel Erfolg und dass die Büchse voll wird. Und hier, mit dem Erwachsenenalter, wo ich doch so grün hinter den Ohren bin und so wenig Erfahrung habe, möchte ich ganz, ganz kurz was zu meiner Geschichte im Prinzip sagen, weil wir das Ganze ja auch veröffentlichen wollen. Meine Tochter im Moment jetzt hier, die Sabine kommt später dazu, die ist im Background heute tätig, die versorge uns später etwas und ich, wir sind ja die Vorstandschaft von laufendhelfen.de. Und vor einem Dreivierteljahr war eigentlich die Idee, dass der Matze und ich was machen wollten, angefragt habe für laufendhelfen.de, ob es das Konto noch gibt, weil wir im Zuge von Corona einfach festgestellt haben, dass es ja niemand jetzt hat letztendlich an die Duchenne-Kranken denkt, ein Eisweinlauf konnte nicht stattfinden und wir wollten einfach einen kleinen Beitrag leisten mit dem Ergebnis, dass du mich mit meiner Idee abgeholt hast. Und aus zwei Personen wurde jetzt ein Verein und heute eine Gemeinschaft von 28 Personen, wo man das Ganze testet. Du hast mir zu dem Zeitpunkt viel, viel mehr zugetraut als ich, weil ich hätte mich nie getraut, geschweige denn hatte ich vorher jemals die Idee. Dafür danke ich dir, weil langsam fühlt es sich richtig gut an, es fühlt sich richtig an. Und ich kann heute schon sagen, bereits in der ersten Woche nach dem Verein mit der ersten Spende, haben wir letztendlich mehr erreicht, wie wenn das abgemeldet worden wäre. Ja. Mittlerweile haben wir schon Spenden im vierstelligen Bereich und das nach 4 Wochen, wo ich denke, das spricht schon super für sich und es darf einfach so weitergehen. Und ansonsten möchte ich euch recht herzlich danken, auch Brigitte dir, wie gesagt, für euer Vertrauen, für dein und euer Lebenswerk. Es ist mir eine Ehre. Ich habe wahnsinnigen Respekt. Ich denke, das weißt du, das wisst ihr, das merkt man auch. Aber ich bin unsagbar stolz. Ich habe überhaupt keinen Druck vor der Sache, weil, wie gesagt, wir sind bereits jetzt schon im Benefit und alles andere bringt die Zeit. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir wirklich aus den Prinzen endlich Könige machen können. Thank you.
Es ist Marathon. Das ist Marathon-Marke für unsere zwei neue Ultras in der Gruppe. Sieht aus wie ein Kuhpiss drin. Ja, wo ist deine Musik? Ja, nicht so. Das sieht aus wie ein Kuhpiss drin. Das geht nicht, ich hab kein Internet. Jetzt auf! Aufkommen über die Kuhpistrinne! Über die Kuhpistrinne! Ja, muss sein. Ja, komm, muss sein. Muss sein. Ja. Muss sein. Ich stehe nicht. Ja, hab ich da ein Problem? Hab ich da ein Problem? Herkomme, dann schießt du mal rein. Oh ja. Ja, aber nicht im Winter. Also ihr Lieben, kann sich jeder was nehmen? Wir haben Bleifrei, Karamalz. Das war's, Bleifrei. Das ist unser Aufkleber. Wir haben ein bisschen Fisch gemacht, aber trotzdem noch zu nutzen. Es liegt noch was Leckeres. Haben wir gestern selber dann noch gebacken und ansonsten, dass es noch mal kurz zisch wird. Ja, danke schön. Hallo. Echt toll. Ja, es war geil. Und zur Info. Am 11. Dezember findet das Ganze nochmal statt und in Zukunft am bitte Advent bitte für den Eisweinlauf gibt es unsere Aktion. Genauso mit den Einstiegsmöglichkeiten 20 Kilometer und 10 war heute der Testlauf, unser Kick-Off und ich denke, es war erfolgreich. Ich danke euch für eure Spende, fürs Mitkommen. Die Evi war gestern Abend fleißig. Ja, ein Lorbeerkranz. Das war wild, aber egal. Das ist cool. Na ja. So lauf jetzt nach Baden-Baden und schau die mir ein. Warte mal. Müssen wir mal richtig so, jetzt passt es. Okay, ja, cool. Ja. Jetzt können wir nur übers Wasser laufen. Ja, ja. Und nicht so richtig teilknallen. Vielen Dank für die Ehrung. Vielen Dank, ja, das war super.